Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. In der letzten Folge haben wir ja hier ganz viele Dinge gemacht, nämlich sehr viel praktisch, ja, wie sagt man, neu gekauft an LKWs und an neuen Mitarbeitern. Heute wollen wir mal von Köln bis nach oben hierzu nach Kiel mit einem Doppelanhänger und Stahlseile ist heute unser Ziel. Wir fahren doch mal dahin. Ja, ich habe offscreen tatsächlich auch ein bisschen weiter gespielt. Das heißt, eine weitere Garage ist jetzt komplett voll. Ich habe aber auch zwei weitere gekauft. Dort habe ich aber noch keine LKWs drin, weil ich habe nur noch 1 Million. Und hier, ihr seht es, 1,2 Millionen. Und das ist ein bisschen zu wenig. Aber das wird schon. So, ich hab. Das ist sogar die neue Garage, die ich hier glaube ich gekauft habe. Müsste die neue Garage sein, wenn wir jetzt hier sind. Vielleicht sehen wir das ja gleich. So. Boah, ich liebe LKW-Fahren, ne? Vielleicht könnten wir auch einen Job als LKW-Fahrer vorstellen. Aber die ganze Zeit so unterwegs zu sein, weiß ich ja dann noch nicht. Biege nach links ab. Du hast dann dort auch mal so viel Stress und alles. Demnächst links abbiegen. Da hätte ich, glaube ich, doch gar keinen Bock drauf. Aber mal sehen. Biege nach links ab. Also als erste Stelle mache ich ja irgendwas mit IT auf jeden Fall. So. Biege nach rechts ab. Muss ich hier mal rechts rein, zack. Bam. Gut, dann müsste jetzt hier der Auftrag sein. Auftrag annehmen. Fertig zum Losfahren. Zack. Da ist er doch, der gute alte Anhänger hier. Er steht sogar eigentlich perfekt da. Ich kann gut rausfahren, ne? Bei dem ist es ja immer schwierig rauszufahren. Aber sollte schon funktionieren. So. Auf geht's. Mal gucken. So. Ich sehe hier natürlich auch mal wieder nichts. Ich fahre jetzt einfach. Biege nach rechts ab. So. Zack. Gut. Wir sind in. Ah, in Düsseldorf sind wir. Okay, dann habe ich doch richtig. Biege nach links ab. So, es, guck mal, es ist genau dann grün geworden, wo ich drüber gefahren bin. So. Ich glaube, wir können jetzt erstmal hier. Ich brauche keinen Händler. Ja, hier muss ich stehen bleiben, weil jetzt hier 100 Millionen andere Fahrer sind. Leute, wie geht's euch so? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Hm? War Silvester gut, war Weihnachten gut. Jetzt beginnt ja wieder die Schule. Also wenn dieses Video rauskommt, ist praktisch schon wieder Schule. Ne, ich drehe die Videos ja immer einen Tag vorher. Das heißt, für euch ist dann heute der 8.1. Und für mich ist der 7.1. Und am 8.1. wissen viele wahrscheinlich, da soll es ja Streiks geben. Ne? Auch hier, wo ich wohne tatsächlich. Also auch hier, wo ich wohne, sollen Trecker streiken. Die fahren dann hier, wo ich wohne, bis nach, ich glaube, bis zwei weitere Städte. Ja. Ne, also auch die werden streiken. Ich muss hier mal auf die rechte Spur. So. Ne, also die wollen auch hier streiken tatsächlich. Ist sogar ein Weltwunder, weil hier in diesem Ort, also ich wohne ja wirklich in einem Dorf, naja, Dorfstadt, keine Ahnung, Kleinstadt, wie man es nennen mag, und dort ist es relativ selten, dass irgendwas passiert, ne? Muss man mal wirklich so sagen, ne? Also ist wirklich sehr selten, dass irgendwas passiert, aber anscheinend am 8.1. wird das wohl auch hier sein. Und bei uns ist auch aktuell Hochwasser tatsächlich, das ist auch noch so ein Ding. Das ist jetzt schon seit einer Weile Ewigkeiten nicht mehr gewesen auf Wasser und jetzt ist es halt wieder. Aber, ja, kann man halt auch wenig machen, ne? Außer Sandsäcke überall hin zu packen.
So. Wir fahren jetzt wo, in welche Richtung nach Frankfurt? Richtung Frankfurt, ne? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Wir fahren ja jetzt nach Kiel, ne? In welche Richtung fahren? Muss man da hinfahren? Also, auf welche Autobahn sind wir? Ich sehe das nicht. Mann, ey. An der Richtung Frankfurt fahren wir nicht, oder doch? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. So. Ich fahre schon wieder 130, ey. Irgendeiner ist entweder im Level aufgestiegen oder hat mir gerade Kohle gemacht. Eins von beiden. Boah, ich fahre 120 fast. Jetzt fahre ich nur 115. So. Ich hätte auch wieder Bock, so in einem Minecraft-Projekt mit zu sein, weil ich bin früher ja, ich habe früher ja öfters so Minecraft-Projekte mitgemacht. Aktuell gibt es keine, beziehungsweise gab auch ein paar Geschichten, wieso irgendwas passiert ist, warum ich dann auf einmal nicht mehr dort mitgemacht habe. Ne? Vielleicht kennt ihr den, vielleicht kennt den einen oder anderen den Larry Snoopy, und dort war ich halt auch bei dem auf Discord im Team. Ja, aber in diesem Team ist einiges schief gelaufen, also wirklich einiges. Deswegen bin ich dann da einfach rausgegangen und ja, hab da so ein bisschen meine Späßchen gemacht. Bitte links halten. Um genau zu sein, ich hatte dort einen Bot gemacht und hab da eventuell dann höhere Rechte bekommen durch den Bot und hab dann da ein bisschen Faxen gemacht. Bereuen tue ich es immer noch nicht so richtig, aber natürlich hätte ich das nicht machen dürfen. Klar, ich will ja selber, dass es bei mir auch nicht passiert. Ich hab's bei denen gemacht. Und ist jetzt hinter mir. Also ich mach sowas auch nicht mehr tatsächlich. Ich hab's ganz, ganz früher, ihr kennt vielleicht Noto Frankfurt in Roblox. Da habe ich auch mal das gemacht. Und seitdem, seit jetzt bei Let's Play mache ich das nie wieder. Finde ich halt einfach kacke. So, was ich gemacht habe. Habe auf jeden Fall jetzt verstanden und deswegen mache ich das nicht mehr. Ne? Weil ich will ja selber, dass das bei mir auch nicht so passiert. Bei mir könnte das auch relativ wenig passieren, weil bei mir keiner Rechte hat. Und auch ich mache alles selber auf meinem Discord-Server. Das ist nämlich auch so, weil ich genau weiß, dass wenn irgendjemand Rechte für irgendwas hat, dann einfach alles kaputt machen wird. Früher oder später. Und deswegen gebe ich den Recht gar nicht erst. Ich muss jetzt leider mal hier an den Seitenstreifen anfahren, aber rechts überholen kann man auch mal. Ja, Bruder, willst du mich noch nach, was weiß ich, Dingsen? Der ist mir beinahe reingefahren, der Rote hier. Na, auf jeden Fall, das sind so die Geschichten, warum ich auch nichts mehr so mit den anderen Kollegen mache von Suki, weil ihr kennt vielleicht Black Warden oder noch die anderen, mit dem ich ganz, ganz früher diese Minecraft-Videos gedreht habe. Ich habe mit irgendjemandem Minecraft-Video gedreht. Ja, und das, seitdem mache ich das nie wieder. Oder habe ich das schon länger nicht mehr mit dem gedreht. Müsst ihr einfach mal auf meinem Kanal nach Minecraft-Projekten da gucken. Also nach Minecraft-Videos. Dort seht ihr auf jeden Fall irgendwann so ein Video, wo dann Black One und ich halt da sind. Ich bin aber wieder gerade in Planung, gleich wieder mit ihm was aufzunehmen, wenn das klappt. Also wenn das klappt, dann seht ihr auf jeden Fall wieder Videos mit mir und ihm. Aber das ist noch nicht bestätigt, dass ich mit den Projekts mache. Das ist erstmal nur so in Planung tatsächlich, ne? Weil ihr kennt vielleicht, die haben nämlich ein Projekt am Laufen und dort will ich gerne mitmachen. Also hätte ich Bock mitzumachen und vielleicht klappt es, vielleicht klappt es auch nicht. Ihr werdet es irgendwann erfahren, wenn ich eine Nachricht erhalte. Vielleicht erhalte ich auch gar keine Nachricht, weil so sieht es nämlich aus. Ich habe gestern die Nachricht geschrieben und habe immer noch keine Antwort, obwohl er online ist und obwohl er auch gepinkt wurde von einem Teammitglied. Ja. Vielleicht hat er auch aktuell einfach keine Zeit zu antworten. Das kann auch möglich sein. Oder er hat meinen Namen gesehen und weiß noch von der Geschichte was. So. Ne, ich bin natürlich mit einem zweiten Account auf, also auf dem Discord von denen und ja, sehe da so einige Dinge, sag ich mal.
die man jetzt nicht sehen kann, weil ich bin ja mit meinem Hauptaccount praktisch bei denen gebannt, ne? Ist ja irgendwie logisch, weil ich ja sowas gemacht habe. Aber ich kann trotzdem alles sehen, weil ich ja noch mit dem zweiten Account drauf bin. Und ja, da sehe ich halt ein paar Dinge. So, ich muss diesen Autofahrer auch mal überholen. Krass, ich bin einfach schneller als dieser Autofahrer. Naja, er fährt neben mir, also ich bin nicht schneller. Ah, der ist auf der rechten Fahrbahn. Ah, ich bin auf der A1, auf der Autobahn. Ah, auf die A1 bin ich, okay. Ah, die A1 führt ja auch überall hin, ne? Also du kannst mit der Autobahn gefühlt ja überall hinfahren. Ah, guck mal, Kiel steht sogar schon dran. Übrigens, ich habe jetzt ein neues Projekt gestartet, das ist nämlich Lego City Undercover. Dieses Spiel hatte ich noch in meiner Schublade gefunden und dachte mir, komm mal, einfach mal ein Video drüber. Außerdem ist das dann ein neues Spiel, weil aktuell kommen ja wirklich so richtig häufig Videos, wo ich Spiele einfach schon längst, also wo ich Spiele halt einfach schon sehr lange spiele. Und irgendwann will ich ja auch mal, dass halt alle Projekte fertig sind. Das heißt, ich will jedes Spiel, was ich angefangen habe, durchspielen. Das heißt, Lego City Undercover will ich durchspielen mit euch. Ne? Macht dann Videos darüber. Lego Jurassic World will ich auch durchspielen. Und Lego Star Wars halt auch. Und, ja. Lego Star Wars ist, glaube ich, sogar fast durch. Ne? Also ich werde das nicht alles zu 100% durchspielen. Ich werde einfach mal jedes Level da durchspielen, jede Welt von diesem Lego Star Wars, ne? Bis ich das dann fertig habe. Und dann ist dieses Projekt dann auch einfach von Lego Star Wars so beendet. Ark Survival Evolved habe ich jetzt auch länger nicht mehr gespielt. Ja, es ist halt einfach ein bisschen kacke, wenn man alleine dieses Spiel spielt. Und ja, ich sehe gerade, ich muss tanken. Aber ja, vielleicht habt ihr Bock und ihr wollt mitspielen. Könnt ihr auch gerne machen. Ne? Also wenn ihr schreibt mir auf Discord, joint meinen Discord-Server und schreibt mir dort, falls ihr einfach Bock habt, mit mir Videos zu drehen. Das könnt ihr nämlich auch gerne tun. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ein YouTube-Partner ist ganz geil. Immer geradeaus. Also falls ihr Bock habt, YouTube anzufangen oder sowas, könnt ihr gerne mit mir ein YouTube-Video drehen. Das heißt nur eins, also mehrere, ne? Ich will natürlich dann mit euch auch Aktivvideos drehen. Und ja, wäre auf jeden Fall eine nice Sache. Einen aus der Community mit euch Videos machen. Ihr müsst euch auch gar nicht bewerben oder sowas. Ja, ich muss hier wieder rückwärts fahren. Ach ja, Mann. So. Ja, ich muss den Schaden jetzt leider in Kauf nehmen, weil sonst komme ich hier nicht raus. So. Okay, jetzt. Perfekt. Neue Route finden. Ja, ja, neue Route. Biege nach rechts ab. Laterne. Boah, ich habe die Laterne fast getroffen. Ja, auf jeden Fall wäre es geil, wenn ihr Bock habt, YouTube zu drehen, YouTube zu machen, dann kann ich euch auch so ein bisschen helfen am Anfang tatsächlich. Weil ich kriege ja sogar mehr Abonnenten als ich. Wäre sogar auch auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, ne? Weil ich mache ja aktuell gefühlt gar keine Aufrufe mehr. Liegt aber auch daran, dass einfach keiner diesen Kanal kennt. Rechts halten. Und ja. Und dann rechts abbiegen. Warum blinkt der Heini da rechts? Achso, weil der rechts abbiegen will, so gehe ich. Biege nach rechts ab. So. Wir sind auch fast da. Übrigens, diese Videos gehen gefühlt alle ein bisschen länger. Dadurch, weil einfach mehr zu tun ist hier. Seht's ja, ne? Dieses Video, ich bin jetzt 400 Kilometer gefahren. Ich hätte natürlich auch 300 Kilometer fahren können. Aber ich habe mir mal gedacht, wäre doch wieder geil, so etwas längere Folgen zu machen, weil dann kann man auch ein bisschen mehr quatschen. Falls ihr auch Fragen habt, könnt ihr mir sie gerne in den Kommentaren stellen. Dann kann ich die mal in einem nächsten YouTube-Video beantworten, tatsächlich. Also wenn ihr Bock habt, stellt mir gerne Fragen und
dann beantworte ich sie euch. So. Außerdem wäre es auch geil, wenn es einen Cutter geben würde, der mir meine Videos schneiden würde. Ja. Weil aktuell schneide ich ja meine Videos alle selbst. Ich mache ja jeden Tag ein Video und jeden Tag schneide ich die. Ich schneide die auch nicht so professionell, ne? Also schon jetzt gewisser Art und Weise geil, weil da ist ja auch immer ein Intro drin und sowas. Also ich schneide natürlich die Videos, ich gucke auch, ob da irgendwie Fehler oder sowas sind. Aber ich mache da jetzt keine Dinger rein, wie dass der Screen auf einmal so rausgeblendet würde, wenn da irgendwie was Lustiges ist oder sowas, ne? Das mache ich nicht, weil ich einfach keine Zeit habe, so lang und aufwendig dafür zu schneiden. Ich will auch früher oder später ein neues Schneidprogramm holen, weil ich habe aktuell nur so Shotcut. Warum leckt es hier? Ja, also ich habe kein Adobe Dingsbums, sondern nur halt so ein kostenloses Programm, was auch kacke ist, aber ja. Ich will auf jeden Fall früher oder später mir das dann auch holen. Ja. Na, also auf jeden Fall werde ich mir auch dann dieses Schneidprogramm holen und dann werde ich da auch ein bisschen professioneller auf jeden Fall mitschneiden. Und ja, vielleicht auch bessere Thumbnails machen. Aber mal sehen. Ne, Thumbnails müssen ja auch geil sein und da muss ich mal gucken. Boah. Genau. Na, also da gucke ich auch auf jeden Fall, dass ich dann professioneller auch die Thumbnails mache und auch die Videos schneide, damit sie halt einfach geiler werden. Genau. Aber das hat noch Zeit, also das wird jetzt in diesem Jahr und in dem nächsten Jahr und wahrscheinlich in dem übernächsten Jahr auch noch nicht so sein. Ne, also, ja, das dauert noch ein bisschen. Aber, ja, weil ich habe aktuell, natürlich verdiene ich schon Geld, ne. Aber ich will halt, wenn ich dann richtig arbeiten bin, will ich das erst machen. Und das dauert noch, weil ich bin ja aktuell gerade erst in der Ausbildung. Gerade erst in der Ausbildung und deswegen geht's schlecht. In den Bus überhole ich jetzt noch. Biege nach rechts ab. So, einen Moment. So, ich muss mal kurz weg. Ne, um sowas hier halt auch jetzt gerade rauszuschneiden, da habe ich einfach keine Zeit für. Deswegen bleibt das dann einfach im Video drin, dass ich einmal weg bin. Ja, ne, also ich habe aktuell einfach die Zeit nicht dafür, weil ich ja auch in der Ausbildung bin und ich ja auch immer nur die Videos abends drehen kann. Ne, also ich drehe die Videos jedes Mal, wenn ich mit der Ausbildung, also wenn die Arbeit fertig ist, komme ich nach Hause und dann drehe ich dieses Video, schneide das. Und dann ist es auch schon wieder so spät, dass ich dann einfach mal auch gar keinen Bock mehr habe, ne? Ja, dann habe ich einfach keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Und dann, ja, deswegen schneide ich dann einfach die Videos nicht mehr so professionell. Und ja, so ist das, ne? Bitte links halten. Ich bin links. Na, auf jeden Fall, dass ihr euch jetzt nicht immer fragt, warum sind denn die Videos so fast ungecuttet? Die sind nicht ungecuttet, sondern einfach nur zwischen diesen gecutteten, was ich mache, gucke ich einfach nicht mehr. Das heißt, ich mache am Anfang mein Intro rein, schneide dann dieses Abonnieren und Liken rein und dann mache ich das Outro, gehe also am Ende, mache Video ausblenden und einblenden und ja, so mache ich das dann die ganze Zeit. Aber ich will natürlich dann auch professioneller schneiden, das heißt auch mal so lustige Momente oder auch was in diesem Video passiert, einfach vorne an dem Video anhängen, dass ihr dann einfach wisst, was in diesem Video passiert, damit es einfach spannender wird. Rechts halten.
Aber das kommt noch. Ich will auch, dass dann das Video, die Videos auch alle lagfrei werden. Das heißt, ihr werdet hier sowas, also jetzt laggt es gerade wieder, sowas werdet ihr dann auch nicht mehr sehen. Also ich habe einen PC, der ist auf jeden Fall gut. Ich habe auch die beste Grafikkarte. Das liegt aber einfach nicht an der Grafikkarte, dass das hier rumlegt, sondern tatsächlich einfach an meinem Mainboard. Denn ich habe noch so ein altes Mainboard, dass alles ein bisschen kacke ist. Ja, das heißt, ich werde mir auch einen kompletten neuen PC holen, denn das heißt, den PC, den ich jetzt habe, werde ich für was anderes benutzen. Also den werde ich weiterhin benutzen. Biege nach links ab. Wahrscheinlich benutze ich den dann auch immer nur fürs Schneiden. Den hier. Biege nach rechts ab. So. Das heißt, diesen PC hier werde ich wahrscheinlich einfach zum Schneiden benutzen. Biege nach links ab. Und ja. Den neuen PC dann einfach fürs Gaming. Das heißt, da mache ich dann halt einfach nur so, dass ich halt einfach nur damit zocken werde. Und ein YouTube gucken und sowas. Ne? Wenn ich dann fertig bin mit Videos. Auf jeden Fall, dass ich dann zwei Setups habe. Ein Setup zum Videoschneiden. Ne? Das heißt, dass wir das Videoschneid-Setup und das andere Setup wird dann letztendlich. Wir sind fertig. Wird dann letztendlich dann das Aufnahme-Setup, wo dann alles aufgenommen wird. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.